Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Nach langer, langer Zeit gibt es heute endlich mal wieder ein Haul. Und zwar nicht irgendeiner, sondern mein Weihnachtsgeschenke-Haul. Ich habe das die letzten Jahre auch immer gedreht und meistens war das erste Video nach Weihnachten eben der Geschenke-Haul. Und einige Rituale wollen wir doch auf diesem Kanal beibehalten und deswegen zeige ich euch heute meine Weihnachtsgeschenke. Außerdem ist das ein richtig guter Abschluss, denn heute ist der 31. Dezember. Dann können wir mit diesem Video die Weihnachtszeit abschließen, den Dezember abschließen und auch das Jahr 2023. Und an dieser Stelle wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön, aber nicht zu doll. Passt auf jeden Fall auf euch da draußen auf. Jetzt aber zu diesem Video. Wie immer bin ich dankbar für alle Geschenke und ich weiß, dass viele Leute da draußen gibt, die keine Geschenke bekommen oder weniger oder wie auch immer. Aber ich zeige sie einfach nur, weil ich es liebe, Hauls zu drehen und aus keinem anderen Grund. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt. Ich bin so erschrocken gerade, weil mein Handy vibriert hat. Erstmal wollte ich mich nochmal entschuldigen. Meine Stimme ist zwischendurch ein bisschen kratzig. Ich war auch über die Weihnachtszeit teilweise echt heiser. Also, ich hoffe, ihr könnt meine Stimme ertragen. Drei Sachen stehen hier nicht, weil sie einfach zu groß sind fürs Video. Denn ich habe mir überwiegend Geld oder halt direkt Sachen für die Wohnung gewünscht. Weil ich natürlich auch immer noch einige Sachen brauche. Und als allererstes stelle ich euch hier ein Bild ein von diesem wunderschönen Schminktisch. Leute, er kam an und ich fand ihn noch viel schöner, als ich ihn so ausgesucht hatte. Der ist von Amazon. Der hat so eine Marmorplatte, so eine Marmorglasplatte oben drauf, goldene Beine, damit die goldenen Details sich in meinem Schlafzimmer ja auch widerspiegeln. Und ja, darüber habe ich mich sehr gefreut, dass ich den bekommen habe. Und wenn ihr draußen sehen wollt, wie das in meinem Schlafzimmer matcht und wie es aussieht und wie ich ihn einrichte, dann bleibt auf jeden Fall in den kommenden Wochen dran. Denn wie immer, wenn es Wohnungsupdates gibt, drehe ich dazu auch ein Video. Und da zeige ich euch dann natürlich auch die drei neuen Sachen, die ich hier heute euch in diesem Video quasi so zeige per Bild. Als zweites habe ich mir diesen Teppich hier gewünscht. Und ja, das ist so ein typischer, naja, Musterteppich, den man auch so von TikTok kennt. Der ist sehr, sehr schmal. Also es ist fast ein Läufer. Weil der halt zwischen meine Couch und zwischen mein Wohnzimmer Wohnzimmerfenster passen sollte. Damit, wenn man falls mal hier mit Schuhen langläuft, nicht über den Teppich laufen muss. Und ja, das Ganze sieht dann hoffentlich einfach wieder ein bisschen wohnlicher aus und den wollte ich sowieso haben. Und als drittes für die Wohnung habe ich mir dieses Rollo hier gewünscht. Das Rollo kommt euch vielleicht bekannt vor, denn das hängt auch an den zwei kleinen Fenstern in meinem Wohnzimmer. Und das ist jetzt halt für das große Fenster, weil ich habe mich teilweise schon doch beobachtet gefühlt, beziehungsweise habe mich jetzt nicht getraut, hier mal irgendwie schnell mit zum Beispiel in Unterwäsche lang zu laufen oder so, wenn man irgendwie was im Bad holen wollte oder wie auch immer, weil die Leute, die dort unten langlaufen, quasi reingucken konnten. Das Problem hat sich damit jetzt zum Glück gelöst. So, das sind die drei großen Sachen für meine Wohnung. Jetzt habe ich hier noch ein paar Tüten zu stehen und ich würde sagen, wir starten mal mit der hier hinten. Einmal von meinen Großeltern habe ich so einen basic weißen Strickpulli bekommen. Kann man nicht zu viel sagen, aber geht immer, habe ich mich gefreut. Dann habe ich, oh Gott, ich kann es gar nicht anfassen, fällt sich ganz komisch an, ein Glitzerkleid bekommen und meine Mama hat es so gut angestellt. Sie hat mir so ein Foto geschickt, ja, ich möchte Jenny so ein Glitzerkleid schenken zu Weihnachten, welches würdest du nehmen? Und sie hat natürlich das genommen, wo ich gesagt habe, das würde ich Jenny schenken. Ja, also schwarz, Glitzer, lange Arme. Mama hat gesagt, ich kann das für Silvester ja zum Beispiel nehmen und eigentlich habe ich ein anderes Kleid schon für Silvester. Das ist aber mit Spaghetti-Träger und ich habe schon wieder so, ihr wisst ja, dass ich glaube ich Schuppenflechte habe, habe ich bestimmt schon mal erzählt. Und ich habe gerade echt schon wieder so einen Schub und dann weiß ich nicht, ob ich so nackige Arme haben will. Deswegen werde ich das dann vielleicht echt anziehen. Ich muss auf jeden Fall noch anprobieren, ob es wirklich passt und es nochmal umtauschen. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Meine Oma packt immer noch ein bisschen Schnickschnack rein und unter anderem mache ich einfach so eine Thermostrumpfhose, kann ich immer gut gebrauchen für die Kita. Dann habe ich ein Duschbad von der Firma, ich kann es nicht aussprechen, ich will es auch nicht falsch aussprechen. Ich blende euch die Firma jetzt hier ein. Ich denke, viele von euch kennen sie, davon gibt es auch Shampoos und so. Hatte ich auch schon mal geschenkt bekommen, mag ich sehr. Riecht auch richtig gut. Dann ein Deo, so ein Kratzschwamm zum Abwaschen, da sind hier noch Süßigkeiten drin. Ja, und ein bisschen was zum Sparen. Genau, und halt so, ja, Süßigkeiten. Das war das.
Dann habe ich ein Oberteil bekommen, ich glaube, das kennen wir alle. Wer es nicht hat, kennt es durch TikTok. Und zwar diese Oberteile von New Yorker mit dem eckigen Ausschnitt. Und die sollen noch, glaube ich, so eine richtig schöne Figur machen, bin ich der Meinung. Ja, und Rot liebe ich sowieso. Außer, dass natürlich meine Haut dann immer so unterstützt wird farblich. Ja, dann, ach nee, das kann ich sogar auch zeigen. Richtig süß. Meine Oma hat noch so eine richtig süße Karte gefunden zum Bachelor. Und die hat sie mir noch hier mit reingemacht. Ein rosanes Laken. Ihr wisst alle, ich liebe rosa. Dann richtig, richtig süß. Ich hoffe, ihr seht es, weil irgendwie muss ich so weit weg sitzen, damit ihr den Tisch seht, aber auch mich. Diese Kerze, so eine elektronische Kerze. Tada! Mit einer goldenen Winterlandschaft drauf. Schaut mal, ich stelle die gleich hier vorne hin. Dann sieht es zum Abschluss hier auch nochmal winterlich aus. So, Mini-Pralinen, nochmal ein Duschgel und auch hier sind noch ein bisschen Süßigkeiten drin. Ich glaube, das geht hier heute richtig zackig, Leute. Dann habe ich ein Parfümset von Bruno Banani bekommen. Mit einem Duschgel, glaube ich, genau. Und darüber habe ich mich extrem gefreut, einfach weil ich es noch nicht habe hier in der Wohnung. Von Evelyn von DM so ein Maniküre-Set, also auch mit einer Pinzette und so ein Nagelknipser und so. Also darüber habe ich mich echt gefreut, weil ich es einfach gebraucht habe. Und dann habe ich mir noch was für meine Wohnung gewünscht. Und zwar so ein Schwarz, natürlich passend zu meinem Bad. Wer kann es erraten? Für Toilettenpapier auch zum Rankleben. Seht ihr, das kann ich gleich fest befestigen. Ja, freue ich mich sehr und ich glaube, es sind jetzt alle Sachen für mein Bad vollständig. Und endlich, darüber habe ich mich auch mega gefreut, ich wollte es auch schon die ganze Zeit haben. Ich weiß noch nicht, wohin ich meine Schlüssel machen soll. Und hier gab es bei Amazon, das hatte ich mir ausgesucht gehabt, so ein, ja, so eine Schlüsselhalterung. Dann kann man hier oben auch noch was ablegen oder so. Für den Flur natürlich auch in Schwarz. Mittlerweile wisst ihr ja, wie es läuft. Und noch eine weiße Kerze. Leute, und ich, bei mir es brennen den ganzen Tag Kerzen. Da sehe ich erstmal, wie schnell die Kerzen alle gehen. Ach ja, und bei diesem Set war noch so ein Handtuchhaken mit dabei. Auch praktisch. Zwei. So, kommen wir zur vorletzten Tüte, beziehungsweise ist es mehr oder weniger eigentlich die letzte. Das war ein kleiner Fail, hat Mama gesagt. Sie hat es mir jetzt trotzdem gegeben. Und zwar, aber eigentlich finde ich ihn gar nicht so schlecht. Er fühlt sich halt nicht so gut an. Aber wie auch immer, einen blauen Jogginganzug. Papa wollte ihn mir auch gar nicht schenken. Aber ja, so schlecht finde ich ihn nicht. So sieht er aus. Und dann halt noch, der lässt sich wirklich ein bisschen komisch an. So, ja, ihr seht's, ne? Und dann, weil sie den Schminktisch nicht einpacken wollten, hatten sie hier eine Box gemacht. Und da haben sie quasi den Schminktisch drauf gemalt oder ausgedruckt und noch einen kleinen Weihnachtsmann reingemacht. Ja, Leute, ich glaube, das Video ging wirklich richtig zackig. Aber das waren meine Weihnachtsgeschenke. Ich habe mich sehr gefreut, vor allem über die Sachen für meine Wohnung, weil das einfach am praktischsten ist. Und über Klamotten, Leute, die wir freuen wir uns sowieso immer. Werde ich gleich mal anprobieren. So, ich werde dieses Chaos jetzt beseitigen und das war jetzt das letzte Video im Jahr 2023. Ich habe euch vorhin schon guten Rutsch gewünscht, aber an dieser Stelle möchte ich nochmal die Möglichkeit nutzen und Danke sagen für jeden einzelnen Follower, für jeden einzelnen Abonnent, der mich hier ja, abonniert hat und in der letzten Zeit vor allem auch nochmal neu dazugekommen ist und ja, für alle die immer fleißig Fragen stellen auf Instagram, für den Daumen nach oben und. Ich freue mich da auf jeden Fall immer sehr, sehr doll drauf und danke auf jeden Fall für den Support und ich hoffe, dass ihr mich auch im Jahr 2024 wieder hier begleiten werdet, auf meiner persönlichen Reise hier auf meinem Kanal. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag im neuen Jahr um 18 Uhr hier, wie gewohnt, wieder und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ciao!